Dino! Dino! Dino, no! Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Vegard-Video. Wer sich mit alten Comics auskennt, der weiß natürlich, dass das ein Zitat war aus diesem wunderbaren alten Klassiker, Asterix und die Normannen. Und hier geht es natürlich um Helden aus der Antike, das heißt die Gallier, die sich in der Zeit um 50 vor Christus mit Cäsar herumschlagen und mit seinen Römern. Und da werden natürlich auch alle möglichen anderen Völker immer mal wieder besucht oder die kommen irgendwie nach Gallien. Eins davon, eben die Normannen. Und hier sehen wir schon, wie dieser Begriff ursprünglich verwendet wurde. Nämlich einfach nur für die Nordmänner. Also tatsächlich war das mal ein Begriff für skandinavische Krieger oder Männer aus dem Norden, die einfach in dem einen oder anderen Kontext aufgetaucht sind. Eine andere typische Bezeichnung für die Nordmänner ist natürlich Wikinger. Und da wird es nämlich jetzt schwierig. Im Grunde könnte man auch die Wikinger irgendwie Normannen nennen. Das macht man aber heute nicht mehr. Und zwar deswegen, weil man hier ganz speziell unterscheiden will. In jedem Fall ist es so, dass die Wikingerzeit eigentlich von Historikern meistens im 8. Jahrhundert, also am Datum des Überfalls auf das Kloster Lindisfarne 793 festgemacht wird. Und die Wikinger haben von diesem Zeitpunkt an einige Teile Nordeuropas und auch Mitteleuropas überfallen und terrorisiert. Unter anderem natürlich auch Frankreich. Die konnten mit ihren Schiffen auch zum Beispiel die Seine hochrudern und bis Paris kommen. Und so hat man dann versucht, nicht nur die abzuwehren, sondern auch zum Teil irgendwelche Handel oder Arrangements zu treffen. Und eins davon war im 9. Jahrhundert dann ein Arrangement zwischen Karl III. Von Frankreich und einem Wikingerführer namens Rollo oder auch Rolf. Also der Westfrankenkönig oder der französische König Karl III., auch genannt der Einfältige, hat sich gedacht, wenn ich die auf meine Seite bringe, dann können die mir vielleicht mit ihrer Kampfkraft sogar gegen andere Wikinger helfen. Ich gebe ihnen ein Stück Land, ich mache den Häuptling, den Rollo, sogar zu einem Lord, zu einem Grafen oder einem Fürsten. Und im Gegenzug muss der mir versprechen, dass er erst mal Christ wird, das ist schon mal wichtig, dass er zweitens das Land natürlich beschützt und mir lehenspflichtig ist, also sich auch unter meine Staatsgewalt begibt. Und tatsächlich ist der Rollo und seine Wikinger darauf eingegangen und diese Normannen bekommen ein großes Stück Land im Norden Frankreichs, das heute noch bekannt ist als die Normandie. Und das Interessante dabei ist, dass diese eigentlich doch typischen Wikinger in kürzester Zeit die Regeln verinnerlichen und sich wirklich assimilieren. Das heißt, die lernen Französisch, die werden Christen, die gucken sich auch, und das ist ganz wichtig, die Kampfesweise der Franken an und ändern einiges an dem, was sie sonst gewohnt sind. Vor allen Dingen lernen sie reiten. Also, die haben festgestellt, dass die Franken mit ihrer Kavallerie offenbar dem typischen Schildwall der Wikinger ein ganzes Stück überlegen sind. Und vor allen Dingen lernen sie auch, dass die unterschiedlichen Waffengattungen im Zusammenspiel als Taktik noch besser sind. Und
Nun kommt es dazu, dass einige von diesen nordfranzösischen Fürsten sich nach England verheiraten und umgekehrt. Und damit ist der Grundstein gelegt für einen Familienstreit, der im Jahr 1066 sozusagen seinen Höhepunkt findet, als nämlich ein Normannenfürst namens Wilhelm den Thronanspruch auf die englische Krone geltend macht. Und das so massiv, dass er seine Normannen hinter sich sammelt und mit den von ihm in Auftrag gegebenen Schiffen über den Ärmelkanal nach England übersetzt. Und dort findet dann die ziemlich berühmte Schlacht von Hastings statt. Ganz gut beschrieben in einer Ausstellung, die vor ein paar Jahren war, mit einem Ausstellungskatalog dazu. Und wem das nicht reicht, der guckt sich am besten mal ein Bildband an. Natürlich findet ihr auch ganz viel im Internet dazu. Der Teppich von Bayeux, der im Grunde ja comicartig diese Schlacht und die Ereignisse davor und danach zeigt, ist natürlich eines der berühmtesten Bildzeugnisse aus dieser Epoche. Und deswegen auch für die Forschung, was die Normannen angeht, absolut bedeutend. Die Normannen haben aber mit ihrer Kampfkraft nicht nur England erobert, sondern was vielen vielleicht nicht so präsent ist, sondern sind ungefähr zur gleichen Zeit auch in Süditalien und in Sizilien aktiv gewesen. Dort gibt es eine Familie um Robert Giscard, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die so viel Land erobert haben, dass es der Papst dann sogar anerkennen musste. Und auch hier gibt es also ein kleines normannisches Königreich im Grunde auf Sizilien und später auch um Neapel herum. Und die Normannen mischen also in Süditalien ganz schön mit. Und schließlich sind die Nachfahren dieser Ritter, dieser Normannen, dann auch nochmal bedeutend bei den ersten Kreuzzügen. Auch hier ist die Bewaffnung, die Kampfesweise und so einige normannische Namen bekannt und wird also im ersten Kreuzzug auch entsprechend wichtig. Was, wie ich finde, die Normannen besonders interessant macht, ist, dass sie einmal also diese Herkunft aus dem Norden haben und im Grunde die letzten Wikinger sind. Und dann durch ihre Kampfesweise, durch die Bewaffnung und vor allen Dingen auch das Lehnswesen, das sie durchsetzen in England, im Grunde auch die ersten Ritter sind oder zumindest ein Bindeglied zum hochmittelalterlichen typischen Ritterwesen, das wir hier aus der Salier- und der Stauferzeit kennen, bilden. So, nun möchte ich gerne allen, die sich dafür interessieren, zeigen, wie man sich vielleicht ausrüsten kann oder wie man vielleicht eine Normannendarstellung am ehesten ausrüsten sollte. Einmal zivil und dann vor allem auch militärisch. Ich nehme also jetzt den eben schon erwähnten Teppich von Bayeux zum Vorbild. Das bedeutet, wir sind in der Mitte des 11. Jahrhunderts in Nordfrankreich und ich möchte natürlich auch Teil dieser Kriegerkaste sein. Das heißt, ich möchte so einen normannischen Krieger darstellen. Ich beginne wie immer mit dem einfachen Hemd aus Leinen und ziehe dazu eine Hose an, die eng anliegende Beine hat. Dazu Beinwickel, die man auf dem Bildteppich teilweise sehr gut erkennen kann. Übrigens ebenfalls sehr gut erkennbar die sehr markanten und typischen Frisuren der Normannen dieser Zeit. Hinten ausrasiert, vorne lang. Ich müsste also eigentlich meine Frisur ändern und ich müsste mir auch den Bart abnehmen, denn Bärte sind bei den Normannen ganz selten zu sehen. Nur bei einigen Seeleuten und ein paar Würdenträgern. Ansonsten werden typischerweise die Angelsachsen mit Schnurrbart dargestellt, also mit Oberlippenbart. Gerade um sie von den Normannen zu unterscheiden. Die Schuhe, die man auf dem Teppich sieht, sind fast ausnahmslos Halbschuhe. Trotzdem habe ich hier meine geliebten York-Stiefeletten an, also etwas überknöchelhohe Schuhe, die nach dem Pfund aus York gearbeitet sind, weil sie einigermaßen in die Zeit passen und außerdem irrsinnig bequem sind. Und zu guter Letzt kommt eine oberschenkellange Tunika oben drüber, selbstverständlich aus Wolle, mit breit ausgestellten Gehren
Und komplettiert wird das Ganze noch mit einem schmalen Gürtel, der ebenfalls einigermaßen in diese Zeit passt. So, und nun möchte ich ja nicht nur die zivile, sondern auch die militärische Darstellung zeigen. Dafür ist mir die Tunika von eben zu schade. Ich habe noch eine etwas billigere, grabrot gefärbte. Ansonsten bleibt unten drunter erstmal alles gleich. Und drüber natürlich als wichtigste Rüstung der Kettenpanzer oder Kettenhemd oder Brünne. Nur die Bogenschützen haben in der beschriebenen Schlacht keines an oder keinen Panzer an. Alle anderen tragen eben dieses oberschenkellange, geschlitzte und über die Ellbogen reichende Kettenhemd. Gürtel über dem Kettenpanzer sind auf dem Teppich nicht zu erkennen. Ich mache es hier aber trotzdem, weil es einfach sinnvoll ist. Ansonsten hat man die komplette Last auf den Schultern und das wird auf die Dauer unangenehm. Das dazu passende Schwert ist typisch für das beginnende Hochmittelalter, hat in der Regel noch Ähnlichkeit mit den späten Wikinger-Schwertern, was die Klinge angeht, aber eben schon die breitere Parierstange und noch nicht den typischen Scheibenknauf, sondern so wie hier eine halbrunde Knaufform. Handschuhe lasse ich übrigens bewusst weg, denn die sind nirgends auf dem Teppich von Bayeux erkennbar und möglicherweise zu dieser Zeit wirklich unüblich. Ein Kopfschutz darf aber auf gar keinen Fall fehlen. Hier habe ich zunächst eine Polsterhaube, darüber eine Kettenhaube und dann natürlich den typischen Nasalhelm, der ja sogar oft als Normannenhelm bezeichnet wird. Buchillustrationen und Steinmetzarbeiten an Kirchen zeigen aber, dass diese Helmform in ganz Europa modern war und beliebt. Und mein Helm ist eigentlich dem Wenzelshelm nachempfunden, der in Prag im Museum zu bewundern ist. Bei einigen Kriegern kann man so ein seltsames Viereck auf der Brust erkennen. Hier sind sich nicht alle Forscher einig. Meine Interpretation ist, dass es sich hierbei vermutlich um ein Aventay oder Kinnwarz handelt, das heißt so eine Art zusätzlichen Gesichtsschutz, wie man ihn hier erkennen kann. Ich habe es ja schon erwähnt, bis hierhin unterscheide ich mich eigentlich noch gar nicht groß von einem Wikingerkrieger, aber der Tropfenschild oder Kite, der ist nun wirklich absolut typisch für die Normannen. Und auch Speer oder Lanze sind Standard auf dem Teppich. Im Übrigen kann man dort erkennen, dass es noch nicht unbedingt üblich ist, die Lanze unter dem Arm einzuklemmen, sondern die wird auch von oben gestoßen oder vielleicht auch geworfen. Wie auch immer, in jedem Fall habe ich hier, denke ich, alles zusammen, was man für eine Normannendarstellung braucht. Natürlich kann man immer noch Kleinigkeiten verbessern, obwohl eines fehlt eigentlich. So, und da haben wir auch schon das Hauptproblem, das ich mit Ritterdarstellungen habe. Ich persönlich, das können andere natürlich ganz anders sehen. Selbst wenn ich mir jetzt Sporen an die Füße schnalle, ohne Pferd bin ich einfach kein Ritter. Das ist der Hauptgrund, warum ich dann lieber zurück zu den Wikingerdarstellungen oder im Hochmittelalter vielleicht einen Bogenschützen darstellen will oder einen einfacheren Soldaten. Denn solange ich kein Pferd habe, schleppe ich auch keine Lanze rum und werde auch keinen Ritter spielen. Wie gesagt, kann man auch ganz anders sehen, aber das ist eben einfach meine Meinung. Das war's für diesmal. Freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich will mal wieder den Hinweis bringen auf Facebook und Instagram. Und dass ihr mich auch dort erreichen könnt. Die Diskussionen, die sich über die Kommentare entspinnen, freuen mich immer ganz besonders. Und ich hoffe, dass ihr euch auch diesmal wieder entsprechend beteiligt. Ansonsten für nächstes Mal mal wieder das Thema Schaukampfschwerter. Und zwar will ich mal herausfinden mit euch gemeinsam, wozu eigentlich diese ganzen Schwertertypisierungen gut sind. Oder besser gesagt Typologien bekannt, zum Beispiel sind Peterson oder Oakeshott.
Und da wollen wir mal einfach rausfinden, was das eigentlich taugt, zu was das eigentlich gut sein soll. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Den Thronanspruch auf die englische Throne, den Anspruch auf die englische Krone geltend macht,